Verehrte Zuschauer, unter dem Titel Wohin und zurück hat Georg Stephan Troller die Geschichte der eigenen Emigration erzählt. Auswanderung aus Österreich, Einwanderung in Amerika und Rückkehr nach Europa. In Santa Fe, dem zweiten Film der Trilogie, zeichnet Troller Schicksale europäischer Emigranten in den USA. Das ist der Alfred Wolf aus Wien. Alfred. Freddy. Welcome to the States, Freddy. Sie haben auch mehr Glück als Verstand. Sie sind uns avisiert aus Casablanca. Haben Sie Marmorek? Ruth Marmorek. Wer ist das? Aus Ravensbrück. KZ. Die kann nicht reden. Stumm? Stumme? Die müssen Sie irgendwann entlassen haben. Vor längerer Zeit schon, wie das noch möglich war. Marmorek, Marmorek. Auch nix. Are you crazy? Der Marmorek! Ich warte hier unten auf euch! Ferry! Sind Sie mir schunkel? Ja, die kann sich doch nicht verständigen! Morgen um 20.15 Uhr der zweite Teil der Trilogie von Georg Stephan Troller. Ebenfalls morgen, verehrte Zuschauer, zeigt das ZDF als erste europäische Fernsehanstalt das Porträt Wladimir Horowitz, der letzte Romantiker. Musikgespräche Aperçus. 14 Tage lang im April vergangenen Jahres hat Horowitz seine Kunst, seine Erinnerungen, sein umwerfendes Temperament vor der Kamera ausgebreitet. Zwei pianistische Ausnahmekünstler. Der eine, 81-jährig, kehrt noch einmal ans Klavier zurück und spielt wie ein Junger. Wladimir Horowitz. Der andere, fast noch ein Kind, greift in die Tasten und katapultiert sich auf Anhieb in die vordersten Ränge der Weltbesten. Dimitri Skouros. Mehr über das Wunderkind aus Piräus morgen in einer Woche im Sonntagskonzert. Zuvor aber morgen Abend 90 Minuten mit Wladimir Horowitz, dem letzten Romantiker.